Hallo und herzlich willkommen. Hier ist meine Folge bei Cat & Cops. Ich habe mal heute mal ein bisschen kleiner gemacht, weil das war doch gestern ganz schön groß. Ich hatte ja Webcam-mäßig ein technisches Problem gehabt. Ich habe ja eine 4K-Webcam und da habe ich mir gesagt, Mensch, wieso geht das bloß HD? Anführungszeichen, ne? Mein HD war auch okay. Das lag ganz einfach an einem USB-Stecker, da war nur 2.0. Bei 3er geht HD und sogar ein bisschen mehr, 4K und sogar ein bisschen mehr, aber 4K, da ja die Aufnahme in 4K erläuft und die ist es, finde ich persönlich, günstiger für ein Programm zum Bearbeiten, wenn beides gleich ist. Also persönlich, also ob das nun so relevant ist, technisch gesehen, das weiß ich nicht. Aber ich möchte mal das bestmögliche Ergebnis haben. Deswegen habe ich da in der Beziehung das bisschen versucht zu probieren, wie ich es hinkriegen kann. So, jetzt geht's weiter. Also heute fahre ich jetzt zum Feld. Gestern hat es ja nicht geklappt, aufgrund von schlechtem Wetter. Hecken wir es am Boden ab, wie weich der ist vom Regen. Ne? Müsst ihr mal schauen. Da, genau. Wir müssen da geradeaus Richtung den kleine Anhöhe, ne? Und zu den Feldern 1 und 2, also die neuen Felderprinzip, das ist ja 5 und 6, glaube ich. Jedenfalls die etwas kleineren Felder von der rechten Seite von den beiden anderen Feldern, die will ich erstmal Kalium geben. Wir haben ja noch Kaliumdünger da, im Düngerstreuer gehabt. Und das möchte ich da mal entsprechend nutzen. Auch rechts kein Fahrzeug, ich habe nur links geschaut. Ja, und das will ich jetzt einmal ausbringen, um den Kaliumdefizit, der da herrscht, im Besitz. Und zwar 5 und das kann man hier sehen, Kalium, miserabel, natürlich Phosphat und Stickstoff auch viel. Und Feld 7 genau gleiche. Und bei Feld 4 ist das eigentlich bis auf Phosphat und Stickstoff fast okay. Mit dem kann ich leben und es ist noch im grünen Bereich, nicht so tief, also feucht. Und sonst wäre Probleme mit Wachstum haben wir jetzt 13, ne 14. Also 14 ist Wachstum jetzt, ne? Ich hoffe, dass wir was zu sehen kriegen, ob der Stock gewachsen ist. Ansonsten, wenn wir nichts sehen könnten, mit trotzdem die beiden Felder mit Kalium drin, muss er noch mit einstelliger Arbeitsbreite, ich glaube 40 Meter geht, glaube ich. Werde ich auch nutzen, um das ziemlich zügig zu erledigen. Ne? Ja, ich habe ja die Aussaat größtenteils offline gemacht, weil das war ja echt oder ist echt, finde ich jedenfalls auf Dauer, naja, langweilig kann man sagen. Ne? So, das ist unser Rocken, ne? Hauptsache, wie senkt da was an Luft? Kann doch nicht sein, ihr habt euch ja recht. Gar nicht drüber gefahren. Gut, das kann Bug vom Spiel sein, keine Ahnung. Performance-mäßig, naja. Der Luft läuft schon wieder. Die alten Felder, die überlebt man jetzt kein Kalium geben. Das genügt eigentlich. Oder zur Not mal im Frühling was nachgeben. Gebe jetzt die neuen Felder, also die Felder 5 und 7, gebe ich jetzt Kalium, rein Kalium, und dann nachher später habe ich vor, Dings zu geben, und zwar da habe ich nicht sauber gearbeitet, wir fehlen dann teilweise nicht richtig ausgesät, aber das ist aber im Eifer des Gefechts, ne? Also nimmt man nicht übel, was beim Wenden passiert. So, Bremse. So, einstellen. Arbeitsradius. Mal gucken. Das ist jetzt hier 12 Meter, das ist mir so schmal. Ich möchte die maximale Arbeitsbreite erreichen. Also 40 Meter.
zu früh, dann sind wir fertig, ne? So. Anschalten tut es nicht. Ich habe jetzt eingestellt von 200 Kilogramm je Hektar. Hoffe, dass meine 2129 ausreichen. Für beide Felder. Ich will einfach geradeaus fahren. Ich habe meine Aussaat auch ganz gut hingekriegt. Einfach geradeaus und musste so durch die Ecken nacharbeiten. Ansonsten einmal frei. Zügig vor allen Dingen. Schnell gearbeitet. So. Wenn wir ganz kurz gucken. Arbeitsbreite 42, ja, Zentimeter und Bahnsystem. Wir müssen natürlich, das sind ja im Grunde schmale Felder mit relativ hoher Länge, also so. Muss ich mal ganz grob einschätzen, dass ich da hinkomme, wo ich hinkommen will. Dass wir da nach Möglichkeit wenig verschenken und das müsste so ungefähr hinkommen, die gelbe Linie verschieben. Im Menü. Das hier auch machen können. Oder hier? Nö. Gut, so ist ganz gut. Ich gehe jetzt einfach mal einfach ein Grad rüber. Dann haben wir den Rand auch optimal gedüngt. Das ist meist das Problem, dass ich im Prinzip am Anfang und Ende zu wenig dünge und das wirkt sich sofort aus im Düngeverhältnis. Das heißt, das klappt sofort im Anschalten. Ich werde jetzt mal ein Tempomat anschalten und dann sofort Düngemodus. Oh. Wieder ein bisschen Fehler gemacht. Wieder zu wenig gedüngt am Anfang. Gehen wir auf. Nehmen wir einen Gang zu. Bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf Menge und so, aber jedenfalls, wenn ich schnell fahre, dann geht auch mehr raus am Dünger. Bei LS ist ungefähr 20 km/h und jetzt haben wir hier 12. Wir können ein bisschen Gas geben, ne? Hier fahren wir einfach drüber, weil das ist. Entweder ist am Ende zu wenig oder einfach zu viel. Zu spät. Ne? Also nur oben im Wenden, da machen wir es aus. Denn wir wollen ja um dem Feld möglichst alles düngen. Ne? Mal kurz Gas wegnehmen. Bremsen. 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 Spät ausschalten. Da wird auch alles erwischt. Und wie man hier sieht, ist schon fast die ganze Breite gemacht worden. Ne? Ist ein Hase, Kaninchen. Ja, hier ist jetzt ein bisschen eine Zickmühle. Machen wir den Nachbarn mit oder nicht? Fast, ne? Aber ich sag mal so, wir werden hier einfach mitmachen. Weil das ist ja der Hochzug erledigt, ne? Ja. Jetzt haben wir Uhrzeit am Tag 9:30. Ich muss überlegen, ob wir einen anderen Traktor jetzt noch hinbekomme. Aber ja, zurück fahren wir trotzdem nochmal. Da ist durch die Schräge etwas ungünstig, da ist etwas ist schon aufgefallen, dass da nicht so gut die Aussaat erfolgte. Aber hier auch so eine Flecken. Ja, ist dann halt mal so, ne? Ja, wegen Gülle. Gülle oder, nein, Gülle haben wir ja nicht. Gärreste oder Klärschlamm. Die beiden Sorten müsste ich versuchen zu bekommen.
Also Gärreste sollte eigentlich nicht vorhanden sein, aufgrund der Tatsache, dass wir noch keine Silage hingefahren haben. Aber was sein könnte, eine Theorie, könnte ja sein. Also Klärschlamm wäre eigentlich logisch, da ja der Ort ja auch Bewohner hat, ne? Da kann man davon ausgehen, dass da auch entsprechend Leute, ja, muss ja was entsorgt werden, ne? Ist ja also. Oh, ein Reh. Die hatte ich schon vermisst gehabt, die Rehe. Ich hatte ja. Ja, der will unbedingt dahin fahren. Dann machen wir halt nicht aus. Gucken wir ganz rein. Da nicht. F1. Besitz. Kalium hat sich gut gemacht. Da hatten wir fast einen richtigen Riecher gehabt. Von der Menge her. Gut, das war klar. Aber gut, damit kann ich leben. Also Kalium ausreichen. Da haben wir 200 Kilogramm gegeben. Merken. Gut, behalte ich sowieso nicht, aber gut, ist egal. Aufschreiben. So pingelig würde ich nicht sein beim Spiel. GPS ist gut, aber dem Fall ist das lästig. Also, wenn er nicht so, wenn er was macht, was er will. Muss man halt deaktivieren oder O drücken. O drücken geht auch, dann ist auch deaktiviert. Ja, das ist Folge Nummer 4. Ich habe Wochenende vergessen zu grüßen, ne? Also schöne Grüße zu machen, also für ein Wochenende. Mal ein Foto für Steam. Aber ein bisschen. So, jetzt fahren wir zurück zum Hof. Da werden wir halt sehen. Zur nächsten Folge halt dann mal gucken, ob wir da wie so ein Gerät ausleihen kann. Ob das klappt, weiß ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Natürlich könnte ich auch jetzt mit Feststoffdünger arbeiten. Im Grunde haben die alle Dünger. Ich werde das im Frühling machen mit den Phosphor im Frühling. Wo Sie sehen. Bin mir nicht ganz jetzt schlüssig, ob wir jetzt noch groß mit Gülle. Das Getreide wächst eigentlich noch, ne? Also wenn man überlegt, wir haben jetzt draußen aktuell 9 Grad. Das wächst und bildet Wurzeln. Also auf jeden Fall ist noch ein Wachstum zu sehen. Ich denke mal, wir können das mal riskieren, mit dem Güllefass da was auszubringen. Ich probiere es halt mal. Ob das jetzt funktioniert, ob das in der Jahreszeit vielleicht nicht mehr geht, ob da irgendjemand sagt, du, das geht nicht mehr, wegen Bestimmungen sowieso, keine Ahnung. Ich denke mal, solange es wächst, kann man auch was ausgeben. Außer wäre Frosttrager, dann wäre vorbei. Wachstum ist dann Route im Prinzip. Ne? Wenn Pflanze nicht wächst, dann braucht doch halt kein Dünger. Geht nämlich darum, weil wir jetzt ein Güllefass ausleihen wollen. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter und dann geht's zum Händler und Güllefass kaufen. Oder versuchen wir Kredit. Beim Güllefass brauchen wir bestimmt im Frühling wieder, ne? Tschüss, ciao, ciao. Ja, bis morgen. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss. Oder mal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.